Jori Pock hat uns rausgehauen, da haut noch den Tim raus. Und Joey wieder, ihr Ehren-Joey, will wieder die Lobby fixen. Immer der Joey. Komm schon. Okay. Basti kommt auch noch. Oh, Basti hat einen Platten. Was kann der Basti jetzt machen mit den Platten? Wo ist die Fairness? Aber oh, deswegen mein Wagen dauert auf gebremsten Kurven. Oh nein, Alter. Ja, das ist schlimm mit den Off-Tracks. Komm schon. Hau ihn raus. Hau ihn raus, Jori. Oh, Gewitter ist auch am Start. Oh, jetzt wird's abgehen. Komm schon. Auf Attacke. Jungs. Attacke. Ich will ein bisschen Action sehen. Okay, es ist wirklich zwischen den drei gerade. Da hatte ich noch nie einen Platten in F1. Echt? Noch nie. Also, wen es gerade wundert, was wir machen. Wir machen Last Man Standing. Ist theoretisch Battle Royale, nur F1-Style. Heißt, der Letzte, der überlebt. Oh, oh! Alter, der Jori! Was ein Kill! Oh, nein, es kann doch jetzt nicht sein, dass der Timmy noch rausrammt. Oh, er hat sich gesaved. Alter Junge. Jori ist echt der King of Last Man Standing. Tim Unmod, ja, gell, das war dirty. That was dirty from Tim. I think... We need a poll. Umfrage. Kannst nicht machen, auch. Ja! Jawoll! Geil! Geil, Alter! Unmod, Tim! Erstmal hier Enttäuschung. Geht nicht. So, erstmal hier. So. Super gemacht, Jori. So, guck mal hier, Unmod. Ich hab grad Payback. Da fehlt das Schwert neben deinem Namen, Tim. Wo ist es hin? Oh nein! Was? Oh, geil. Geil. So, komm. Ramm ihn raus, Basti. Ramm den Nilsson raus. Und Jori am Chillen. Wen rammt der raus? Der hat auch gerade ein Battle, okay. Ich sag euch, wenn ihr Geld auf jemanden setzen müsstet bei solchen Rennen, es ist der Jori. Ein Chaos-Rennen, glaube ich, verloren. Candy. Basti bleibt draußen. Warte mal, was? Oh! Was ist denn hier passiert? Beide raus! Candy und Luigi! John, Gina und Jori und Basti sind am Fighten. Oh. Knappe Sache hier. Da kommt noch jemand dazu. Der Bruni. Jetzt ist es ein Dreikampf. Jetzt fehlt nur noch der Nilsson und der Basti, oder? Nee, Basti ist hier. Oh, warte mal. Nee. Bruni überschätzt sich und Jori outplayed ihn mit dem Fake. Jori outplayed ihn, er rammt einen nicht mal raus. Nee.
Wer war das? Es passt schon. Cena rammt Yori raus, Alter. You can't see me. Er hat wahrscheinlich auf die Minimap oder so oder nach hinten geachtet. Er hat 100% nach hinten geschaut. Ja, der war bei mir nicht da. John Cena, you can't see me. Geil, ey. Geil. Naja, am Podium hast du dir trotzdem... Naja, wobei, nee, John Cena war auf dem Podium. Das stimmt. Und jetzt, er verlässt. Oh, Mann. Das Pit mein echter Name ist? Nee, nee, nee. Aber dein Twitch-Name, deswegen, der Pit. Ich kann dich auch Brad Pitt nennen, wenn du willst. Nenn dich einfach Brad. It's John Cena. Oh. Warte mal, Pitt ist dein echter Name? Warte mal, ist es dein Spitzname oder ist es dein echter Name? Oh nee, oder? Fährt Nilsson jetzt einmal weiter? Nilsson, warte! Super! Okay. Komm, Stierkampf, die letzten beiden. Entscheidet sich, wer gewinnt. Stierkämpfer, wer ist als erstes raus? Ihr fahrt frontal aufeinander zu, Basti und Nilsson. Jetzt kommt der Kampf. Onboard mit Nilsson. Vollgas, Nilsson. Vollgas. Ach, Basti, ey. Jetzt kommt hier das Finale. Stierkampf. Oh, oh, oh. Es ist halt wieder ein bisschen am Laggen. Tut mir leid, das ist, weil jemand verlassen hat. Das ist ein Lobbybug. Nilsson! Der Last Man Standing King. Pit ist mein echter Name? Okay, gut, ja, gut. Dann kann ich dich echt Pit nennen. Super. Nilsson, GG. Hau mal deinen Namen in den Chat. Hau mal deinen Namen in den Chat. Wo ist er denn, der Nilsson? Wer ist denn der Nilsson im Chat? Ich hab noch keinen Nilsson gelesen. Shinson, bist du Nilsson? Also, unlucky für... Wahrscheinlich Ren... Nee, Er hat nämlich gehört, wo ich gesagt habe, dreh dich um, er hört zu. Nee, er hört zu, Nilsson hört zu. Er hat ja alles gehört, was ich gesagt habe, dass er stoppen soll, dass er 1 gegen 1 machen soll. Swedish. Nilsson, can you hear me? Are you German? Maybe English? Are you in the chat? Nilsson, can you hear? Let's give him a second. Maybe he can type. Maybe he's not logged in. Sollen wir noch eins machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Habt ihr Bock auf noch ein letztes? Auf einer anderen Strecke, vielleicht sogar Silverstone Short? Dann machen wir Silverstone Short. Wenn der Nilsson jetzt im Chat wäre und er hätte schon du in Pause machen, ja. Kommt schon. Russia, ist noch Platz? Wir machen eine neue Lobby kurz. Gut, wenn wir keine Pause machen, dann beginnt halt der Detroit Stream erst um 21:30 Uhr. Dann habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit. Was ist Pause? Hatte keine Zeit zum Essen? Nee, ich werde mir schon Zeit nehmen. Alles gut. Alles gut. Ich habe jetzt halt eine halbe Stunde weniger. Detroit. Ist ja theoretisch, Detroit und diese anderen Games sind ja theoretisch eh nicht fix in der Schedule drin. Wir machen ja einfach nur so ein paar Streams halt noch am Abend. Ändern ja immer mal die Zeit so am Sonntag oder wenn mal kein Stream ist und ich hab Bock. Und Hungers. Ist On-Stream-Hungern erlaubt? Nee. Ich glaube nicht. Aber ich verhungere auch nicht. Hab noch genug Energiereserven. Titel ja wieder zurückholen. Ah, der John Cena, der hat hier schon Stress gemacht hier, ne? Was ist denn jetzt los? Lobby am Backen?
So. Oh Gott, Alter. Mein Game laggt hart. Okay, geht wieder. Offstream zocken mit anderen musste geschehen. Ich habe nicht so viel Zeit, Luigi. Das ist echt schwierig. Ich kann mal onstream mit Subs zocken, aber ich habe auch mal manchmal nachts mit den Pedo Club-Membern im Dings geredet, im Discord auf dem Pedo Club Voice Channel. Dann bin ich eingeschlafen zweimal nachts, weil es war spät. Aber ja, es ist halt echt schwierig von der Zeit. So. Okay, wisst ihr was? Miss Formula One hat gesagt, Russland, dann fahren wir Russland. Hey Marina! How are you doing? Mit Tastatur? Muss Marcel noch machen. So, random. Also wisst ihr, erste Kurve, Ruhe bitte. Ganz entspannt. So. Leute, bitte schnell alle reinjoinen. Nicht, dass so irgendwelche Randoms reinjoinen und die machen, was sie wollen. Wenn ihr Bock habt, dann machen wir es jetzt. Wenn nicht, dann starten wir einfach. Hier ist nochmal ein Last Man Standing. Oh, warte. Habe ich Regeln aus? Ja, okay. Safety Car off. Moin René, willst du eigentlich auch mal sowas wie Scriblio oder Pummelparty spielen? Ja, definitiv. Definitiv. Ich hatte, Scriblio haben wir tatsächlich mal im Dings gespielt, im Stream vom 24-Stunden-Rennen und Pummelparty habe ich sowieso mal Bock. Kann man dann, keine Ahnung, Holzmann und ich gegen Subs. Ein Subgift bekommen mal. Danke an denjenigen. Willkommen, Niklas. Ich glaube, das war, lass mich kurz gucken, von, wenn ich mich nicht täusche, von Pascal. Niklas, ja, von Pascal. Pascal TV. Hat dir das Sub gegiftet. Ich glaube, wir haben zwei Leute drin, die nicht von uns sind. Also passt auf. Die schnell rausrammen, okay? Einfach schnell. aber haltet euch bitte an die Regeln. Am Anfang chillen. Wie geht's? Mir geht's gut. Und dir? Das Reden kann man mal machen, aber das mache ich ganz random im Discord, kündige ich das an. Das können wir mal, wenn die Saison alles rum ist, vielleicht öfters mal machen, weil dann kann ich chillen, dann kann ich das auf einen Spieler mal entspannter angehen. Derzeit ist es, naja, sag ich mal so, bisschen stressig. Weiß nicht, wie man mit Tastatur fährt. Ich glaube, Gas ist auf Tastatur. Bremse müsste auf Shift oder so sein. Oder auf Steuerung, alt, irgendwas. Geht wohl beim Training. Na gut, dann wahrscheinlich müde, ne? Okay, Achilles ist einer derjenigen. Und Center. Ah, ne. Glaube ich. Okay. Let's go, Leute. Ihr könnt loslegen. Alles clean. Close, ey. Oh, oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Miss Formula. Nein. Jawohl. Jawohl. Nein, nicht der Juri, Alter. Jawohl.
Cap, Alter. Mein erster Kill. Mein erster Kill, Leute. Der Ehrencap. Geil. So. Zwei Deckel, warte mal. Habe ich zwei? Nee, der Gewitter ist noch drin. Den habe ich leider nicht in die Wand gedrückt. Aber teilweise hast du mich auch fast rausgehauen. Bin hinter dir in der Box. Warte, was? Ach, da ganz hinten. Komm schon. Wir sind immerhin schon mal Top 10. Das ist schon mal ein Erfolg. Gewitter ist raus! Let's go! Oh nein, wir sind... Ja, guck mal auf die Nummer da oben links. Na, super. Toll. Toll. Katsching! Nummer 2, ey. Das war auch der Typ, der keine Ahnung hat, was hier abgeht. Wahrscheinlich ist er jetzt richtig angepisst und hasst mich und denkt sich, E-Sports-Fahrer. Die können nur rausrammen. Sorry. I'm sorry. Ach, das ist ein... Oh, komm. Expect a lot of understeer unless we replace it. A new strategy is available on the MFT. There we go. Next one. 3. Luis, Kev und keine Ahnung mehr. Anstatt deine Saison, ich hab keine Ahnung. Was der Box ist. Komm schon. Okay, wir kommen, glaube ich, perfekt hinter den raus. Mann, der Juri ist noch drin, oder? Der Juri. Kann man dich auf Steam adden? Tatsächlich habe ich das mal eine Zeit lang gemacht, aber mache ich eigentlich nicht mehr. Einfach nur, weil man nur 275 Freunde haben kann. Und mich haben schon Leute angerufen während meiner Rennen. Deswegen mache ich es eigentlich echt ungern. Aber ob Steam-Freunde oder nicht, Leute, ihr seid immer noch die geilsten. Nein! Okay, Top 5, oder? War es Top 5? Ja, es war Top 5. Der hier zählt nicht. Scheiße, Alter. Ah, so ein guter Lauf. Cutest Reaction ever. Das könnte auch nur von dir kommen, das Kommentar, ne? Ich dachte, wir wären Freunde. Oh, Pascal, ey. Komm schon. Jetzt will ich aber was sehen, Juri. Ich geb hier... Ich rette dich, weißt du?
Der Anruf. Ja, ich weiß, aber trotzdem ist... Ich muss da halt ein bisschen strikter sein. Es hat auch nichts damit zu tun, dass ihr nicht cool seid oder so. Ich bin eh meistens offline auf Steam. Ich mach da eigentlich nie was, nur um F1 war mit meinen Teamkollegen, das ist alles. Ich schreib da auch nicht und mach nix. Okay, also die beiden an die Box. Candy wartet, Tim ist in der Box, Jori ist in der Box. Alle sind in der Box, Candy wartet, okay. Final Showdown. Die letzten vier. Babe muss raus, ja, gell. Tim an Mod. Jori hier, guck mal, der Abgehobene, ne? Schau ihn dir an, schau ihn dir an. Schreibt er so richtig, der Last Man Standing King. Schreibt er hier in den Chat. Ach, das ist die... Nee. Leute, die ich richtig... Oh, komm. Nee, Jori, so machst du nicht, ne? Nicht in der Boxengasse. Also, komm. Alter, Domka hat eh Pit Assist on, da passiert nichts. Jetzt kann er wieder. Wo ist Tim, Candy? Onboard mit, lass mal Domka. Okay, Top 5 bin ich immerhin mal ansatzweise zufrieden damit. Und Carola, Alter, die hat echt, die ist immer voll all in, ne? Der ist egal, die will da nicht mal eine Runde mitfahren, die will einfach nur mich rausrammen. Wenn sie das erreicht einmal, ich glaube, dann ist sie happy. Was macht denn der Tim? Ah, Jori? Jori und Tim, okay. Schauen wir mal bei den beiden zu. Das Battle hatten wir ja schon davor und Tim hat's rausgehauen. Kriegt Tim seine Rache oder kriegt er einen Anmod? Nein, einen Anmod kriegt er sowieso, aber ich meine... Mods, please. Delete. Ihr wisst schon was. Deutsch, Englisch. Leute, bitte. Da ist noch eine Nachricht. Gib ihm Timeout. Gib ihm einfach Timeout. Danke. Wie läuft das? Pick the Channel, we will raid. Naja, ihr dürft euch nicht selber wählen, weil das wäre halt ein bisschen, naja, finde ich jetzt nicht so cool. Sollte jemand sein, den ihr wirklich feiert und auch jemand, der, wenn er irgendwie Hate spreadet oder sonst irgendwie einen Scheiß macht, dann wird er auch nicht. Dann sind mir die Channel-Punkte echt egal. Das muss ein korrekter Typ sein, der sich normal verhält, weil letztendlich, wenn ich jemanden raide, dann wirkt sich das auch auf meinen Channel aus. Aber wenn ihr jemanden dann pickt und der ist okay, das ist ein cooler Typ, der macht keinen Scheiß, der hält sich an die Twitch-Richtlinien, alles drum und dran, dann kann man den raiden. Den oder die oder was weiß ich. Bitte heute Engel? Warte mal, was? Also Engel, sorry. Hab ich gesagt, was meinst du? Aber ja, also ihr könnt da schon den Channel picken, aber ist ja, glaube ich, verständlich, dass ich niemanden raiden werde, der irgendwie, was weiß ich. Weil gerade letztens habe ich gehört, gerade zu diesem Black Lives Matters, wo das gerade extrem aktiv war, ist ja immer noch, aber gerade da, wo die Proteste enorm, naja, sag ich jetzt mal, präsent waren, wo es wirklich nur darum ging, Oh! Yes! Tim! Jori, get in there! Oh mein Gott, was witnessen wir hier? Jetzt machen wir Tastatur. Unmod. Ja, aber da gab es anscheinend auch einige, die wirklich so ein bisschen tatsächlich sogar rassistische Raids gemacht haben. Das ist total absurd. Die haben dann eben gesagt, wir raiden den und den und dann kommt da Hate-Raid. Also, weiß auch nicht, was das für Zuschauer sind, die da mitmachen und sowas dann nur wegen dem Stream, also, nee. Deswegen bitte, wenn ihr irgendjemanden raiden wollt und die Punkte einlöst, dann denkt doppelt nach, ob derjenige auch wirklich, naja. Er würde sich bestimmt freuen, ich glaube Stingray, haben wir nicht Stingray vor 2 Tagen geraidet? Schmutzzuschauer, ja, sowas sind dann echt Schmutzzuschauer. Jori ist immer noch drin, auf wen wartet denn der? Okay, der wartet auf die beiden. Oh. Jetzt wird es schwierig für Domka. Ohne den Flügel.
Boah, Alter. Oh. Jetzt ist es down to Yuri und Candy. Auf. Stierkampf, Leute. Candy and Yuri. One of you turn around. It's both against each other. It's a 1v1. Wait a second. Wait a second. Both of you. Chill, chill, chill. Do a 1v1. It's a showdown. Unfair gewonnen. Alright, perfect. Yuri, dreh dich um. Dreh dich um. Yuri! Er hört nicht zu. Unglaublich. Yuri, umdrehen. Candy, you're doing alright. It's just Yuri. Yuri needs to turn around. Yuri! Yuri disqualify. Needs to 1v1. Final kill is 1v1. There we go. Okay, Candy, it's time. Yuri's coming. Awesome. Oh, yes. Auf geht's. Wer gewinnt? Yuri oder Candy? Candy, you need to pick up the pace. Pick up the pace. Go on the throttle. Wer war als erstes raus? Kann das jemand klippen? Das eine Auto hat kein Dings, hat kein, Yuri first, das stimmt manchmal echt nicht. Manchmal ist das Retire ein bisschen bekloppt. Ohne Witz. Du hast keinen Sieger, mal gucken. Yuri, warte. Hat es jemand geklippt? Bitte klippt das mal jemand. Brauchst du dich noch nicht entschuldigen. So. Yuri or Candy? Hat es irgendjemand geklippt? Bitte sagt ja, Jungs, Mädels, irgendjemand. Hau den Clip rein, bitte. Wenn ihr einen gemacht habt. Ansonsten müssen wir es dabei belassen, dass es zwischen Candy und Yuri war. Und es geht nicht. Shutting down the stream? Yes, we're gonna raid someone. We will be back later at 8:30 British time for Detroit Become Human. War ein bisschen fies, soll ich ihn kicken? Du hast ihn schon getimeoutet. Wenn er nochmal schreibt, dann kannst du ihn auch bannen. Es gibt's doch jetzt nicht. Hat keiner geklippt oder wie? Werde klippen. Ja, hier braucht man noch Dings, Referee-Entscheidung. Wie nennt man's, Gott, wie heißt es denn im Fußball? Wie heißt es denn? Da haben wir's. Danke. So. Pick up the pace! Go on the throttle! Boah, Alter! Man sieht's halt nicht. Was sagen wir? Sagen wir ein Unentschieden. Yuri hat sich die Ehre wieder zurückgeholt. Schaut mal ganz kurz. Yuris Name war als erstes raus. Da ist Yuri raus. Candy ist noch da. Candy! Close one.
close one. Oh, what? Ja, das war der Fehler, glaube ich, Juri. Dass du nochmal ein bisschen nach rechts gegangen bist. Bei ihm hat es nämlich keinen Reifen weggehauen. Bei ihm kam Terminal Damage. Er hat dich frontal theoretisch und du mit der Suspension. Ah, Alter. Knappes Ding. Oh, Mann. Naja, aber ganz im Ernst, ohne Witz, der Juri ist zu konstant. Aber der Candy ist jetzt, glaube ich, auch zweiter Sieg. Die beiden waren wieder. Candy, GG. Well done. Oh, great. Okay, so. Let's see. Schauen wir mal. Wer streamt denn gerade? Machen wir mal zwischen Mike und Engel. Mike und Engel. Mach mal schnelle Poll. Beides Deutsche. Holen wir mal eine Minute. Zack. Alle oben voten, hier oben im Chat. Wen nehmen wir? Mike oder Engel? Mike F1 TV oder F1 Channel oder Agent Engel? Beides Deutsche, beide coole Jungs. During the race. Oh, he did use points? Wait. Oh, never mind. Es ist Engel. Never mind. Pascal hat Punkte benutzt. Sorry, habe ich gar nicht gesehen. So. Felipe Nunes. Thanks for the one bit. What is that message? G3X. What? Thank you. Okay. Leute, danke für den Stream. Ich hoffe, es hat euch Bock gemacht. Ich weiß, F1 2019 ist ein bisschen tot. Aber kann man nichts machen, ne? Ist halt so. Nächste Woche oder... Ja gut, doch, nächste Woche. Haben wir dann das 2020-Spiel. Grob eine Woche. Und dann haben wir auch wieder mehr Spaß. Also. Wir sehen uns nachher für Detroit Become Human 21.30 Uhr hier auf dem Channel. Deutscher Zeit. 8:30 PM British Time. Detroit Become Human tonight. English-German Stream. Okay, Leute, Dankeschön. Dankeschön nochmal für den ganzen Support, für die Hype Train, für die Bits, für die Follows, fürs einfach dabei sein, für die geilen Lobbys. Hat heute echt mal, die Online-Lobbys waren heute echt geiler Scheiß. Also, Kudos an alle von euch. Und wir sehen uns nachher wieder. Bis dann, haut da rein und viel Spaß mit Engel. Ciao, ciao.